und nun zum Ablauf einer Dunkelfelduntersuchung. Aus einem Finger wird ein Tropfen Blut entnommen mit einer Lanzette. Der erste Blutstropfen wird nicht verwendet, er wird weggewischt. Sollte danach nur noch wenig Blut kommen, nur ganz leicht drücken. Danach wird der Blutstropfen auf einen Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas versiegelt. Auf das Mikroskop, genauso wie auf den Objektträger bzw. dann natürlich auf das Deckgläschen, wird eine spezielle Emulsion aufgetragen. Diese dient zur Lichtbrechung. Wichtig dabei ist, dass die Emulsion immer großzügig aufgetragen wird, darf nicht vergessen werden. So, danach wird dann das Mikroskop angeschalten. Und danach wird das Blut vergrößert, dargestellt und somit kann man dann die Blutbestandteile sichtbar machen. Der Patient kann seine beeindruckenden Blutbilder live am Computerbildschirm mitverfolgen. Und nun möchte ich Ihnen einige Beispiele aus meiner Praxis zeigen. Hier sehen Sie die Aufnahme einer 57-jährigen Patientin mit schweren Verdauungsproblemen. Die roten Blutkörperchen haben sich zu sogenannten Darmrollen zusammengeballt. Die im Hintergrund vermehrt erkennbaren weißen Punkte deuten auf eine erhöhte Abwehrbereitschaft hin. In der Mitte des Bildes sehen Sie einen riesigen Zymplasten. Wenn Sie sich die roten Blutkörperchen ringsherum ansehen, können Sie sich vorstellen, dass diese Zymplasten leicht zu Durchblutungsstörungen führen können. Dieses Bild stammt von der gleichen Patientin. Hier können Sie wieder einen Zymplasten erkennen. Die roten Blutkörperchen sind nicht mehr rund, sie weisen Zackenformen auf. Dieses Bild machte ich bei einem Patienten mit chronischer Magenschleimhautentzündung. Auch hier sind die roten Blutkörperchen wieder verformt. Besonders die zitronenförmigen roten Blutkörperchen weisen auf eine Leberbelastung hin. Dieses Bild stammt von einem 50-jährigen Patienten nach durchgemachter Hepatitis. Diese Aufnahme entstand 6 Stunden nach der Blutentnahme bei einem 42-jährigen Patienten. Sie sehen verschiedene Auswüchse aus den roten Blutkörperchen. Diese deuten auf ein schweres Krankheitsgeschehen hin. Professor Dr. Enderlein entdeckte, dass sich in jedem Warmblüter, also auch in uns Menschen, kleinste Lebewesen befinden, die seit vielen tausend Jahren friedlich und ohne Schaden anzurichten mit uns und in uns existieren. Durch falsche Ernährung, Stress und Umwelteinflüsse können sich laut Professor Dr. Enderlein diese Kleinstlebewesen verändern und Krankheiten auslösen. Diese Veränderungsprozesse können in der Dunkelfeldmikroskopie sichtbar gemacht werden, lange bevor andere Untersuchungsmethoden Krankheitsprozesse erkennen können. Somit stellt die Dunkelfeldmikroskopie eine wahre Vorsorgeuntersuchung dar.